Vielen herzlichen Dank, Herr Zinkel, für deine Protestlieder. Herr Zinkel war im Mai schon mal bei uns. Und auch heute wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Solche Unterstützung, zum Beispiel in deinem Fall aus Köln, können wir gebrauchen. Liebe Freundinnen und Freunde, ein paar Durchsagen wären zu machen vor Wolfgang Sternsteins Beitrag. Die Gewerkschafter gegen Stuttgart 21 verspenden an ihrem Infostand eine Dokumentation der Bahnkonferenz, die Ende April hier im Rathaus stattgefunden hat. Ihr erinnert euch, sie war verbunden mit einem Aufmarsch vieler hochkarätiger Rednerinnen und Redner, mit vielen Workshops und mit einer vorzeigbaren Samstagsdemo hier auf dem Marktplatz. Diese Dokumentation in der Zeitschrift Luna Park 21, erweitert um schöne Grafik, gute Darstellungen und bissige Illustrationen, ist also am Infostand der Gewerkschafter gegen Stuttgart 21 zu haben. Darüber hinaus möchte ich folgenden Hinweis noch geben. Es ist morgen auf dem Schlossplatz am Fahnenrondell eine Kundgebung, eine Mahnwache gibt. Man könnte sie unter die Überschrift stellen, Ohrfeige für Staatsanwalt Häusler. Denn das Verfahren gegen die Verantwortlichen, gegen das Massaker in Santa Ana di Stadlemma, das 70 Jahre ungesühnt war, und dass Staatsanwalt Häusler sowie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und Justizminister Stickelberger, der dem allem einfach zugeschaut hat, nicht vor Gericht bringen wollte. Das Verfahren ist jetzt vom Oberlandesgericht Karlsruhe durch einen Klageerzwingungsantrag des Überlebenden Enrico Pieri doch noch stattgegeben worden und es wird stattfinden. Also morgen 12.8. 12.30 bis 14 Uhr Mahnwache zur Erinnerung am Schlossplatz am Fahnenrondell. Und jetzt darf ich ankündigen, Wolfgang Sternstein mit einer kleinen Bilanz des letzten Dienstags.